Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Georgien hat Salome Zurabishvili, die Kandidatin der Regierungspartei Georgischer Traum, die Nase vorn. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup für einen regierungsfreundlichen Fernsehsender erreichte Zurabishvili 58% der Stimmen. Für den Oppositionskandidaten Grigol Vashadze stimmten demnach 42%. Beide Kandidaten dienten einst unter dem früheren Präsidenten Michail Saakaschwili als Außenminister. Es war das letzte Mal, dass die Georgier ihren Präsidenten direkt wählen konnten. Durch eine Verfassungsreform war festgelegt worden, dass künftig ein Wahlmännergremium diese Aufgabe übernimmt. Das Staatsoberhaupt soll zudem nur noch 5 statt 6 Jahre amtieren und überwiegend nur noch repräsentative Aufgaben übernehmen.